Ja, blamieren und kassieren, eigentlich ganz einfach. Ich stelle Fragen. Wer meint, die Frage beantworten zu können, drückt auf den Buzzer, hat dann 5 Sekunden Zeit, mir die Antwort zu geben. Kommt nichts oder es ist eine falsche Antwort, bekommt der Gegner den Punkt. Ist es richtig, bekommt natürlich derjenige den Punkt, der gedrückt hat. Der andere hat dann die Chance, die Frage richtig zu beantworten, muss sie nicht beantworten. Wenn nämlich die wiederum falsch ist, bekommt wieder der Gegner den Punkt und ich lese die Frage nicht zu Ende. Im Gegensatz zum Dienstagsspiel. Gut, wer zuerst 7 Punkte hat, hat dieses Spiel gewonnen. Erste Frage. Zurzeit befindet sich die Fußballnationalmannschaft der Damen in China, um ihren Weltmeistertitel von 2003 zu verteidigen. Unter welcher Trainerin holten die Deutschen damals diesen Titel? Tina Teune-Meyer. Ist richtig. Nächste Frage. Am Donnerstag begann der 9. Monat des islamischen Mondkalenders. Welchen Namen trägt der Monat? Martin, was er? Ramadan. Ramadan ist richtig. 1:1. Gleich 2 G8-Staaten hatten in der vergangenen Woche den Rücktritt ihres Regierungschefs zu vermelden. Es waren Russland und... Na? Scheint keiner zu wissen. 5, 4, 3, 2, 1. Japan wäre es. Ah, ja. Nächste Frage. Die Formel 1 wird derzeit von einem Spionageskandal erschüttert. McLaren Mercedes wird vorgeworfen, das Ferrari-Team ausspioniert zu haben. Wie heißt der Teamchef von McLaren? Ron Dennis? Ron Dennis ist richtig. Auf vielen US-Dollarnoten sind die Porträts ehemaliger Präsidenten des Landes verewigt. Auf der 100-Dollar-Note zum Beispiel ist Benjamin Franklin zu sehen. Auf der 5-Dollar-Note ist Abraham Lincoln. Auf der 2-Dollar-Note Thomas Jefferson. Und auf der 1-Dollar-Note? Washington, George Washington. Ist auch richtig. 3:1. Nächste Frage. Welches Autokennzeichen hat ein Kraftfahrzeug, das in Baden-Baden zugelassen ist? Martin? BAD. BAD ist richtig. Ja, BB ist es nämlich nicht. 3:2. Zurzeit läuft der Film Das Bourne-Ultimatum in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung der erfolgreichen Produktion Das Bourne, die Bourne-Identität und die Bourne-Verschwörung. Wer spielt in allen drei? Matt Damon. Die Hauptrolle, Matt Damon, ist richtig. Applaus 4:2. Welche Fraktion hat im Deutschen Bundestag nach CDU, CSU und SPD die meisten Sitze? FDP. FDP ist richtig. Welcher Künstler veröffentlichte im Jahr 2007 ein Album mit dem Titel Planet Earth? Prince. Ist richtig. Ja, aber das ist ja... Okay. Wir sind bei Frage 10. So, gesucht ist jetzt eine Pflanze. In freier Wildbahn wächst diese Kletterpflanze an Bäumen empor, bis zu 10 Meter hoch. Kultiviert wurde sie wegen des speziellen Geschmacks ihrer kleinen Früchte. Für diesen sind insbesondere die Alkaloide Piperin, Piperitin und Piperilin verantwortlich. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Indien.
Im Handel mit Europa war sie ein extrem kostbares Gut. Wenn das Pipi, Pipiri, das ist das Pfeffer. Pfeffer. Piperi ist, glaube ich, Pfeffer. Pfeffer. Wie riecht Pfeffer? Das weiß ich auch, ich kann es in dem Moment aber nicht zuordnen. Es gibt es in Rot, Grün, Schwarz und Weiß, es ist Pfeffer. Ja. Und damit hat Stefan dieses Spiel gewonnen. Ja. Martin. Schade, schade. Ja, Essen. Glückwunsch. So, und ich darf jetzt schlafen gehen, nein. Ja. Oder noch ein bisschen trainieren aufs Laufband. Ja, warum muss ich, stimmt. Ja? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Also, Spiel Nummer 11, blamieren oder kassieren, ging an Stefan. Und das ist der Punktestand. Meine Güte, ist das spannend. Jawohl. Stefan führt 35 zu 31 Punkte.